Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Saubertin, das hier ist der Meta-Montag und heute geht's das Deckprofile to Tribigate Pure Ich. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Deck. Wir fangen an mit unseren Starterkarten, das sind drei Rescue Cat. Die Karte ist halt ein sehr, sehr guter Starter, denn sie gibt uns quasi Access zu zwei Level 2 Monstern und gleichzeitig holt sie uns halt ein Kit aus dem Deck, der uns dann mit Nerval halt ein anderes Tribigate Monster suchen kann. Der gibt uns also drei Monster Engraved, die wir benutzen können für Materialien, was ziemlich gut ist. Der andere Starter ist dreimal Tanky. Der kann in dem Deck nur Fraktal suchen. Aber Fraktal gibt uns auch drei Monster Engraved, was für ein Setup für Revolt halt ziemlich gut ist. Dann spielen wir die Standard Tribigate Ratio. Wir spielen dreimal Nerval, dreimal Fraktal, drei Kit und zwei Keras. Ihr könnt jetzt hier das Argument führen, dass ihr theoretisch halt drei Keras spielen könnt in dem Deck, wegen Rescue Cat. Aber Rescue Cat kann auch theoretisch halt zwar mit demselben Namen aus dem Deck holen, deswegen macht das keinen Sinn, das zu machen. Und Keras ist eine Karte, wenn ihr sie alleine zieht, sagen wir mal so, die macht nicht viel. Für den letzten Teil unserer Tribigate Engine spielen wir zweimal Revolte. Könnt ihr theoretisch auch drei Revolten spielen. Das Problem ist halt, dass Revolte alleine halt eine Brick-Karte ist. Die Karte selber ist halt insane, aber wir können sie halt über Bearbrum, auch wenn wir sie brauchen, halt auch suchen. Deswegen ist die Karte auch nicht essentiell notwendig, dreimal zu spielen. Und zweimal ist die perfekte Ratio eigentlich, weil sie so nicht bricken kann. Dann kommt jetzt ein bisschen der Spice. Kommt einmal Luftangriff der Star Brigade. Die Karte kann uns Monster aus dem Deck speziell beschwören, was ziemlich nice ist. Das gibt uns extra Material in Grave, ein extra Monster auf dem Feld und kann uns halt ein Auto-Win geben mit einer Karte, die ich noch spiele, kommen wir gleich zu. Eine Monster Reborn, die ist relativ selbsterklärend, ist eine sehr, sehr gute Karte und ich habe die jetzt über den dritten Keras gespielt, also auf jeden Fall eine sehr gute Karte. Haben wir einmal Imperial Order, diesen Auto-Win gegen Drytron und gegen Sky Striker, deswegen ist sie richtig gut. Ein Call by the Grave, wir mögen nämlich keine Handrips. Und einmal die Barrierestatue der Sturmwinde. Ich habe mich jetzt hier entschieden, die Barrier-Statue zu spielen, denn die braucht wirklich nur einen Main-Deck-Platz und ein bis zwei Extra-Deck-Plätze. Und dadurch, dass wir Südekarten nicht mehr spielen, haben wir ein bisschen Platz, deswegen macht die Sinn zu spielen. Und die Karte kann die aus dem Deck-Spezial beschwören. Und ihr werdet das quasi im nächsten Gegnerzug live. Das ist also ziemlich, ziemlich gut. Jetzt kommen wir zu den ganzen Handrips, die wir spielen. Wir spielen dreimal Gamma mit dem Driver logischerweise. Drei Ash, weil es einfach die generische Handtrip ist, die ihr spielen könnt. Drei Bell, die trifft halt so ziemlich jedes Matchup, ist also eine sehr, sehr gute Karte. Dann haben wir dreimal Infinite Impermanence, die ist primär gegen Tribigate ziemlich gut. Aber der trifft auch ein paar andere Decks ziemlich hart, wie jetzt Drytron zum Beispiel. Und dreimal die Crow. Die ist gegen Drytron auch ziemlich gut und auch gegen andere Matchups, wie jetzt Skystriker kann die ganz hilfreich sein, um die Multirolle zu banishen oder halt die Engage oder sowas in der Richtung, deswegen ist die auf jeden Fall nicht nett, nicht bad. Die ist halt gegen Tribigate ist die halt nicht gut. Das war es quasi mit dem 40-Karten-Main-Deck. Kommen wir jetzt zum Extra-Deck. Da wird es jetzt interessant für euch. Haben wir einmal Almirage als Link-1-Monster. Die ist dafür da, wenn ihr brickt und ihr wirklich nur einen Tribigate-Namen habt, der jetzt nicht Fraktal oder Keras ist, könnt ihr mit der halt eure Ende zum Laufen kriegen. Haben wir zweimal Firigit. Die Karte ist wirklich halt gut, weil ihr sie im Late-Game immer noch machen könnt mit Omen und einem anderen Monster und dann immer noch ein Special-Summon von ihr bekommt. Einmal Bearbrum. Die kann halt die Revolte suchen. Einen anderen Nutzen hat sie eigentlich nicht, außer dass sie halt ein Feuermonster ist. Das ist Double Dragon Lords, das ist die beste Karte noch im Extra Deck tatsächlich. Dann spielen wir noch einmal Conductor. Der ist für sie Morg. Das könnte auch ein Omega sein. Also ihr könntet da wirklich entscheiden, ob das ein Omega oder Conductor sein möchte. Ich wollte Conductor spielen, weil sie halt mit jeder halt ermöglicht, sie Morg machen zu können. Unsere Link 3 sind einmal der Doom Eagle. Der ist halt richtig gut gegen verschiedene Matchups. Eine Karte vom gegnerischen Friedhof in den Sekt zurückzumischen, also ein Monster. Ziemlich guter Effekt. Ein Rugal, essentiell notwendig. Ich warte auf den Super Reprint. Dann natürlich einmal Simorg. Die Karte ist einfach insane. Also wenn man sie spielen kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen zu spielen. Insane Karte. Dann zwei Shuraik. Ihr könntet theoretisch auch drei spielen in dem Deck. Aber es kommt fast nicht auf, deswegen lohnt sich das eigentlich nicht. Dann wäre einmal Apollosa, denke ich selbsterklärend. Und ein Access Core Talker. Insane Karte. Die Karte ermöglicht euch quasi mit dem Deck relativ easy zu OTK'en. Denn ihr macht quasi Access Core Talker über einen von den Link 3 Monstern. Und dann Access Core und greift für Gamer 5-3. Das ist ziemlich stark. Dann spielen wir noch einmal Kornblume und einmal Zeus. Das kommt selten auf, aber es kommt auf. Und wenn das aufkommt, ist das richtig strong. So, für dieses Deck habe ich sogar für euch ein Side-Deck gebaut, weil ich das bei der YCS gespielt habe. Das heißt, wir haben hier für Side-Deck dreimal Cosmic. Ich würde überlegen, wenn jetzt Tribigate mehr gespielt wird wieder, also es wird ja sehr viel gespielt, wenn aber mehr Lanzen wieder gespielt werden, würde ich die austauschen gegen Twin Twister, weil dann die Karte sonst tot ist. Dann haben wir dreimal Anti-Spell gegen Sky Striker, gegen Drytron, gegen Invoked, das Stil richtig gut. Dann haben wir Kautz und Schlossvogel, die Karte ist halt gut gegen Drytron. Auch gegen Invoke kann die ganz gut sein und gegen Eddie Gnissa ist die ganz witzig. Dann Nibiru, den habe ich jetzt für die YCS gespielt, weil es extrem viele Rogue-Matchups gibt bei der YCS und da ist die Karte halt extrem gut. Dann haben wir noch gegen Go Second, wenn wir Second gehen müssen oder wenn wir gegen Backrow Deck spielen, haben wir noch einmal den Pankotrops, noch einmal den Duster
und einmal Dark Simorgh. Die können wir auch über Simorgh spielen. Und die sagt, der Gegner kann keine Karten mehr setzen und das ist gegen die meisten Backrow-Decks tödlich. Sagen wir das mal so. Aber das war's schon zu meinem Tri-Brigade Pure Deck. Wenn ihr das Deck selber spielen wollt, unten in der Videobeschreibung ist ein Link zu dem Deck. Lasst mir auch gerne für das Video ein Like da, damit der Algorithmus das Video mehr Leuten zeigen kann, damit mehr Leute dieses coole Deck spielen können. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, noch rein. Ciao, Leute.